Willkommen meine lieben Freunde zu einem weiteren Part Pokémon Heart Gold Randomizer als Nuzlocke Challenge hier am See des Zorns. Und im letzten Part haben wir uns ein bisschen über Themen unterhalten und ein paar Trainer besiegt. Und das waren auch ziemlich wichtige Themen, also ja, wie ihr es halt seht. Aber ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr auch nochmal da reinschaut, weil da kamen dann halt auch ein paar Sachen zur Sprache, die vielleicht den einen oder anderen interessieren könnten. Aber dazu jetzt nicht mehr weiter, sondern Haus des Profi-Anglers. Ja, dann gehen wir mal zum Profi-Angler und holen uns da mal eine Angel ab. Einst ließ ein erbostes Garados hier seine Wut freien Lauf und hinterließ dabei einen Krater. Als sich der Krater nun immer weiter mit Regenwasser füllte, entstand daraus der See des Zorns. Diese Geschichte erzählte man schon auf dem Urgroßvater meines Großvaters. Wenn man auf der Suche nach Karpador war, konnte man hier früher richtige Prachtexemplare an die Leine bekommen. Wo sind sie bloß alle hin? Das ist die Frage, ne? Das heißt, wir haben keine Profi-Angel von ihm bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber egal. Ist er wirklich mit einem See ein rotes Garados aufgetaucht oder spielen mir meine Augen einen Streich? Ich dachte eigentlich, Garados seien normalerweise blau. Ja, das ist dann so eine Sache, ne? Das Garados ist wütend. Das ist ein böses Omen. Das ist ein sehr, sehr böses Omen. Aber gehen wir jetzt erstmal noch hier weiter und schmeißen auch nochmal ganz kurz hier das Radar an. Vielleicht finden wir nämlich hier ein paar Items. Angeblich entstand dieser See einst, nachdem ein Erbost des Garados hier seine Unmut Luft, keine Ahnung. Ich frage mich, ob der ganze Rummel vielleicht etwas mit der Geschichte zu tun hat. Oder mit dieser Geschichte zu tun hat. Ja, das ist dann so die Frage. Die Sache ist, wir könnten jetzt hier aufs Wasser schwimmen. Die einzige Sache oder die negative Sache daran ist, dass wir nicht alles erkunden können, denn erst wenn hier es nicht mehr regnet und das Wasser hier weg ist, dann könnten wir auch an den Grund, also müssen wir hier zweimal hin. Ja, okay, wir werden einfach jetzt mal schwimmen und schauen, da ist das Garados. Mal schauen, ob wir mit dem Garados sprechen können. So, gehen wir erstmal auf Flupper nach vorne, also tun wir Flupper erstmal nach vorne und Xomieper, ja, mit dem können wir dann hier drauf schwimmen. Und dann gehen wir einfach mal aufs Wasser und dann mit Turtok. Turtok Sprite ist echt cool. So, und da ist Garados. Ein episches Garados. Und erstmal ein Karpador. Oder ist es ein Karpador? Wahrscheinlich ein Karpador. Yay, ein Karpador. Auf Level 62. Das ist gebuggt. Also er buggt, obwohl, nee, stimmt, der kann eigentlich nur Platscher, oder? Kann er Tackle? Ich habe jetzt irgendwie Angst, deswegen werde ich lieber fliehen, anstatt es auszuprobieren, aber der kann noch Tackle. Ja, er kann Tackle. Yay, yay, yay. Es zieht ja fast gar nichts ab. Oh, okay, gut. Leute, ungefähr fange ich doch das Karpador. Ja, das Problem ist, wir können zwar das Karpador fangen. Die Sache ist nur, dass es letztendlich ziemlich dumm wäre, würde ich das jetzt leveln. Weil dann ist direkt ein Garados und so und das wäre dann auch zu OP, würde ich jetzt hier ein Level 62 Garados haben. Deswegen, ich werde es jetzt, werde ich es jetzt töten oder werde ich fliehen? Ich weiß nicht. Schaut euch an, wie wenig das abzieht. Wir werden einfach fliehen und dann, ja, es ist halt so wie mit den Tentachas leider. Also immer das, was im Wasser ist, backt leider irgendwie rum. Das ist doof, aber wir können nichts dagegen machen, weil ist halt so und ja, doof. Es gibt nämlich kein Fix dafür, genau. So, und wir werden nochmal ganz kurz hier mein Dingens aufheilen, oder? Haben wir noch einen Trank? Mein Dingens vor allem. Mein Flupper, genau, er gehört mir. Meiner. Okay. Wir haben ihn jetzt auch mal ein bisschen aufgeheilt und werden jetzt mit dem roten Garados sprechen. Gor. Okay. Wir sprechen mit Gor. Garados. Den auf Level 30. Ein Shiny Garados. Yay. Jetzt ist die Frage, wollen wir dies? Ja doch. Also, ich würde sagen, da das ein Event-Pokémon ist, dürfen wir das auch verwenden. Also dürfen wir es jetzt auch fangen, weil das andere, das Karpador. Ich bin echt. Bei diesen Bugs mache ich so leichte Regeländerungen. Das könnte man natürlich auch doof und böse doof oder böse finden. Aber ich werde das jetzt einfach so machen, weil letztendlich Karpador auf Level 67 hätte ich auch fangen können. Ich hätte einen Garados gehabt, aber das wäre ziemlich dumm gewesen. Hätte ich einfach so ein starkes Garados genommen. Nee. Also, das wäre dann einfach nur langweilig gewesen. Und so kann ich mir dieses Garados fangen. Ich muss es ja nicht verwenden, außerdem habe ich einen Turtok. Aber ich werde es auf jeden Fall fangen. Das ist schon mal die andere Sache. Weil ich es letztendlich ja auch darf. Weil, das ist auch eher ein Event-Pokémon. Das ist ja kein, das ist kein richtiges Routen-Pokémon, würde ich auch sagen. Deswegen gehen wir einfach mal jetzt davon aus. Und werden einfach mal nochmal Garados ein bisschen schwächen. Und dann ihn einfangen. Außer, wir bekommen wieder einen Volltreffer. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Um das Shiny Garados. Ja, ein Shiny, habt ihr ja gerade am Anfang gesehen. Es ist ja sonst blau. Zumindest Garados ist ja sonst blau. Und ja, wir haben nur noch 3 Bälle. Das ist ziemlich doof. Aber wir können es hoffentlich fangen. Finsterball. Los. Vielleicht schaffen wir es mit dem ersten Versuch. Nein, schaffen wir nicht.
Gut, dann werden wir nochmal ein Rasierblatt, glaube ich, einsetzen. Außer er bekommt einen Volltreffer hin. Das wäre natürlich doof. Und er bekommt einen Volltreffer hin. Oh. Dafür hat er, also er hat einen Volltreffer gegen uns hinbekommen. So nach dem Motto. Oder, hä, das war doch kein Volltreffer. Wieso war es jetzt auf einmal so stark? Keine Ahnung. Ah! Er hat wahrscheinlich Sturzblach, Schutzblach vor allem. Sturzblach als Fähigkeit. Das könnte gut sein. Das wäre gerade sehr, sehr schlecht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Ja, jetzt muss ich gleich mal zu Turtok oder so wechseln. Ich werde nochmal ein Rasierblatt sonst einsetzen. Und danach werde ich zu Turtok wechseln. Er macht jetzt Windhose. Oh, das ist sehr effektiv. Das ist sehr, sehr effektiv. Plus Sturzbach, das ist... Hä? Windhose? Ist Windhose nicht vom Typ Flug? Das wundert mich gerade. Ist Windhose nicht vom Typ Flug? Danach muss ich nochmal nachschauen. Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das ist... Egal. Auf jeden Fall, nee, er hat wahrscheinlich keinen Sturzbach, sondern wegen dem Silberblick. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Wegen dem Silberblick, ganz einfach. Nochmal ein Rasierblatt und jetzt... Ja, das war ein Volltreffer. Yay! Leute, eigentlich ist es egal, weil ich habe einen Turtok und solange das nicht stirbt, ist auch alles gut. Aber ich habe Garados verloren. Yay! Toll! Und jetzt packt es auch noch rum. Rote Haut! Schaut euch diese tolle Sprite an. In diesem Part geht echt alles schief, wie es aussieht. Deswegen werde ich jetzt nochmal hier einen kurzen Cut setzen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück auf dem See des Zorns und ich habe gerade eben nochmal ganz kurz weitergesprochen und ein paar Sekunden später kam wieder der Bug, nachdem ich gegen ein Pokémon gekämpft habe. Deswegen werde ich jetzt einfach von dem See des Zorns erstmal runtergehen, weil es liegt wahrscheinlich an den über Level 20er Pokémon hier, weil eigentlich wären die wahrscheinlich Level 20 oder Level 30, die Carvadors. Hier sind sie aber Level 44, yay. Deswegen nicht wechseln wir aus, sondern fliehen einfach mal. Er macht einen Tackle, sollte uns nicht so viel abziehen, weil es ist ein Carpador. Ernsthaft, ein Carpador, was will er? Nee, Flucht, komm jetzt, du brauchst doch nicht so ein... ich kann echt gerade nicht mehr sprechen, ne? Das ist echt nicht gut. Du brauchst hier nicht so ein Theater machen. Genau, ein Theater. Leute, bitte nicht Dreschflegel. Ja, machen Dreschflegel. Das interessiert mich nicht. Das zieht nicht viel ab und das... unnötig. So, jetzt kriegen wir jetzt bitte Flucht. Dankeschön. Danke. Endlich. So, was ist denn hier? Oh, ein Dragoran. Ja, das nehmen wir uns gerne mit, ne? Drago. Ja, das wollen wir jetzt haben. Aber dieser Typ, dem gehört es wahrscheinlich. Also sprechen wir einfach mal mit dem. Ich wusste doch, dass mit diesem roten Garados irgendwas nicht stimmen kann. Es wurde also mit Gewalt dazu gebracht, sich zu entwickeln. Was? Bist du auch wegen der Gerüchte hier? Du bist Present, nicht wahr? Mein Name ist Siegfried und ich bin ein Trainer, genau wie du. Als ich die Gerüchte hörte, bin ich sofort hierher gekommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe dich vorhin kämpfen sehen. Mir war sofort klar, dass du ein bemerkenswertes Talent als Trainer verfügst, Present. Wärst du vielleicht bereit, mir ein wenig zu helfen? Ja, machen wir gerne. Ausgezeichnet, vielen Dank. Ich habe den Verdacht, dass dieses Carpador... oder dass die Carpador dieses Sees durch ein mysteriöses Radiosignal, das seinen Ursprung in Mahagonia City hat, dazu gezwungen worden, sich zu entwickeln. Ich glaube, das Signal stammt aus diesem zwielichten Andenkenladen. Present, ich gehe schon mal vor und untersuche Mahagonia City. Und da fliegt er einfach weg mit seinem Dragoran. Eine coole Sache, wir wollen auch einen Dragoran. Das könnten wir rein theoretisch sogar bekommen. Aber so nicht, leider. So nicht. Und wir werden hier natürlich nicht wieder durchgehen. So durch dieses Teil, weil die zocken uns sonst wieder 1000 Poké-Dollar oder so ab. Ich glaube, das wurde uns nicht abgenommen, aber das wäre schon ziemlich bitter. Würden die uns einfach so 1000 Poké-Dollar abnehmen? Nee, das wäre nicht schön. Nein, gar nicht. Jetzt werden wir erstmal kurz unsere Pokémon aufheilen gehen und dann gehen wir dort mal mit Siegfried untersuchen, was denn da mit diesem Radiosignal vor sich geht oder ob das ein Radiosignal ist, was die Pokémon zum Entwickeln zwingt. Ja, das werden wir dann gleich machen und erstmal Pokémon aufheilen. Yay! Natürlich wie immer. Und das ist kein Problem für uns, weil das sollte auch nicht so schlimm sein, weil es nicht so lange dauert. Und ja, krass, ich weiß. Dann gehen wir jetzt hier in den Andenkenladen von Mahagonia City. Und was ist hier los? Das ist jetzt die Frage, ne? Dragoran, den Hyperstrahl! Krasse Animation. Wo bleibst du denn los, Present? Es ist, wie ich mir dachte, die seltsame Radiowellen stammen von hier. Ich dachte, der erzählt jetzt, deswegen war ich ganz kurz ruhig. Und hier haben wir die Treppe. Hä? Was? Present, wir sollten uns aufstellen und diesen Ort erforschen. Ich bitte die Vorhut. Okay, krass. Ich habe mich gerade erstmal ein bisschen gewundert, weil ich dachte, der spricht jetzt noch. Deswegen war ich kurz ruhig, damit ich nicht immer währenddessen zwischensprechen muss. Aber das hat dann ja doch ein bisschen gedauert. Egal. Wo wusstest du von der geheimen Treppe, die in die untersten Stockwerke? Ich hatte sie doch gut versteckt. Naja. Und was sagt der hier?
Das sind Drachen-Pokémon, sind einfach zu stark. Ja, das sind sie. Er ist schon ein cooler Typ, der Siegfried. Und was ist das? Eine Snobilikat-Statue. Ich dachte die ganze Zeit, dass ein Dialog kommt. Sorry, ich bin gerade immer extrem ruhig. Hida, ein Eindringling-Alarm. Ich denke immer, wenn da irgendwas so ein Ausrufezeichen kommt, kommt auch direkt ein Text. Aber erstmal kommt natürlich die Animation. Deswegen dachte ich mir, okay, bleibst du jetzt erstmal ruhig, damit du da halt den Dialog vorlesen kannst, der da gleich wahrscheinlich kommt. Aber es war dann doch nicht so. Eigentlich sollte ich am besten die ganze Zeit durchlabern und nichts vorlesen. Aber nur so nebenbei, nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt kurz ruhig war. Weil ich rede ja sonst immer nur durch weil in den Parts. Und das ist ja total ungewohnt für mich. Leise zu sein. Ich bin ja immer jemand, der sehr, sehr, sehr viel spricht. Ja, das bin ich. Pokémon wechseln. Wir wollen nämlich nicht gegen einen Zubat mit einem Flubber kämpfen und warte. Okay. Der Soundtrack gegen Team Rocket. Der ist episch. Der ist schon, also was episch, aber der ist schon cool. Kann man so sagen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger. Der ist schon doch. Kann man schon sagen, ist nicht schlecht. Ist keine schlechte Sache. Und jetzt eine Aquawelle. Sollte ihn eigentlich down bekommen. Ich möchte ja noch mal ein bisschen Xumipa leveln, deswegen lass jetzt einfach mal Xumipa hier ein bisschen die Trainer fertig machen. Und, oh, das war schon Rocket Ripple. Ja, Ripple. 760 Pokédollar, okay. Und dann kommt wahrscheinlich hier gleich wieder eine Snobilikat-Statue. Oh, nee. Ach, komm schon. Das wird jetzt nur kämpfen. Also, ich denke mal, in diesem Part werde ich sowieso nicht schaffen. Ich werde den Part vielleicht auch nur 15 Minuten oder so machen. Weswegen ich dann vielleicht im nächsten Part bereits mit jemand anderem diesen Part aufnehmen werde. Wenn sich jemand finden lässt zumindest. Oder ich werde mir einfach ein paar Gedanken machen, ob ich ein Thema vielleicht in Hinterhand habe und dann werde ich mich darüber unterhalten. Aber so, ja, wird schon. So. Und Schluckauf darf natürlich auch nicht fehlen. Das hatte ich mich in diesen zwei Parts, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, also mit dem hier zwei Parts, ja, gar keinen Schluckauf. Was ist da los? Das darf ja nicht sein. Und das ist jetzt endlich gekommen. Endlich. Ich habe ja danach schon gewartet. Ich habe es sehnsüchtig erwartet. Und gewartet darauf habe ich natürlich auch. Ja, und das sind echt so nervige Pokémon. Schaut euch das an auf Level 18. Das ist leider so eine Sache. Dadurch, dass man, was teilweise cool ist, dass man halt bei Teak City sich entscheiden kann, gehen wir erstmal nach rechts oder gehen wir erstmal nach links. Also ist erstmal eine coole Sache, weil das konnte man in sonst keinem Pokémon. Und somit kann man halt entscheiden, welchen Orden man als erstes macht. Die eine Sache ist aber wiederum, wenn man sich entscheiden kann, sind dementsprechend auch die Level hier nicht höher. Weil dann kann man halt hier auch schon mit niedrigeren Level-Pokémon hinkommen. Und somit hat man sehr, sehr niedriges Level auf beiden Seiten, also rechts und links. Und das ist sehr, sehr dumm. Und deswegen, ja, sind es eigentlich nur unnötige Kämpfe, die wir jetzt hier in der Rocket-Fabrik, Rocket-Lager oder so haben werden. Auch nicht spannend oder so, sondern schaut euch das an, auf Level 17, wir sind doppelt so stark. Das ist nichts mehr Besonderes, also, nee. Deswegen, schade, dass es jetzt so unnötig ist, aber so ist es leider. Und wenn wir jetzt noch einen Kampf tätigen, oder wenn wir erstmal kurz schauen, was ist hier unten. Hier unten ist auch eine Snobilikat-Statue, oder? Warte, vielleicht können wir uns ein bisschen hier durchmogeln, ohne gegen eine... Ja, dort ist schon ein Vorschau, und dann müssen wir nicht mit den Snobilikat-Statuen da kämpfen, da. Also mit den Leuten. Diesmal war mein Ninja versteckt. Oh, das ist doch ein Typ, okay. Ich dachte, das wäre ein Forscher, den wir retten sollen. Aber naja, das ist ein gegnerischer Forscher. Forscher Randolph. Der sieht ja ein bisschen creepy aus, okay. Und Magnetilo hat er. Magnetilo. So, da wechseln wir einfach mal aus. Obwohl, der hat noch sein... Hat er schon seinen Stahltyp? Ich glaube nicht. Ich glaube, Magnetilo hat noch nicht seinen Stahltyp drin, deswegen bringt uns Mustache jetzt doch nicht so viel. Aber egal, macht nur eine Donnerwelle. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Er zieht doch alles nur in die Länge. Er macht mich jetzt natürlich, also er verkrüppelt mich jetzt schon ziemlich, weil Init geht runter plus die Paralyse könnte halt die aus den 25% passieren. Wobei die 25% niemals die 25% sind. Und er hat schon den Stahltyp drin, wie man sieht. Aber trotzdem... Die Paralyse, unnötig, unnötig, aber wahr. So ist das Leben, so ist das. Und noch ein zweites Magnetilo, yay, es bringt ja so viel Spaß, weswegen ich auch gleich wirklich den Part beenden werde, nach diesem Kampf gegen die Magnetilos, denn das wird sonst langweilig und jetzt kommt schon der Flammensturm, der kann natürlich nicht durch die Paralyse kommen, ach ja, egal. Dann werde ich jetzt nochmal auf Flammenrad gehen, vielleicht haben wir mehr Glück beim Flammenrad. Er macht einen Ultraschall, ja. Ist das denn ernst? Es ist eine 25%ige Chance. Wir haben es jetzt gerade zweimal hintereinander nicht getroffen. Zweimal. Und jetzt macht er uns noch fertig. Was ist das denn ernst? Dreimal. Was ist das denn bitte? Was ist das denn? Ich mache gleich einen Paraheiler sonst, aber das wollte ich eigentlich gar nicht, weil
Jetzt ernsthaft, das ist so unnötig. Wenn er jetzt noch einen Volltreffer hinbekommen hätte, wäre das extrem lame gewesen. Deswegen ich jetzt gleich erstmal auswechseln werde, weil ich möchte mein Moustache nicht so früh opfern. Was heißt nicht so früh opfern? Ich möchte es gar nicht opfern. Aber wenn es so weitergeht, dann wäre es natürlich doof. So, wir wechseln einfach mal auf Snooper. Nee, nicht auf Vollfeuer, sondern auf Snooper. Und mit Snooper werden wir dann ihn töten. Töten. So. Und ja, komm. Magneti nur auf Level 20 wahrscheinlich auch wieder. Yay, so eine Abwechslung. Komm schon, Gegenstoß. Und das sollte jetzt auch reichen. Nach dem Step und alles. Sollte das ihn töten. Ich hoffe es zumindest. Komm schon. Was? Na, es ist zwar nicht sehr effektiv, aber komm. Rasierblatt wäre auch nicht sehr effektiv gewesen, glaube ich. Deswegen hatten wir auch keine andere Wahl. Natürlich kommt jetzt die Donnerwelle, aber ich dachte halt Gegenstoß. Obwohl, jetzt müsste Gegenstoß ihn auf jeden Fall töten, weil erstens, er hat schon über die Hälfte. Zweitens, wir greifen nach ihm an wegen der Paralyse und jetzt hat er uns auch noch verwirrt. Yay. Bitte nicht. Bitte nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Ich möchte den Part einfach beenden und jetzt sind wir schon 4 Minuten in einem unnötigen Kampf. Ich dachte noch nicht mal, dass es ein Kampf wird. Und jetzt wird das unnötige Sache. Komm schon. Geh einfach durch die Verwirrung. Und komm schon. Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns? Mann. Ich kann echt nicht mehr. Das geht nicht. Solche Noobs. Und solche, was heißt Noobs? Aber ist das dein Ernst? Diese Hacks hier. Das sind Hacks. Das sind totale Hacks. Das geht echt so nicht weiter. Ja, müssen wir ein KP-AP-Erholung benutzen. Dann müssen wir einen Supertrank auch noch verwenden. Das ist aber jetzt nicht sein Ernst. Jetzt müssen wir ja noch einen unnötigen Supertrank verwenden. Nur für ein so unnötiges Magneto. Echt, ich könnte schon wieder ausrasten. Wegen so unnötigen Dingen. Mann. So ein Donnerschock macht er auch nochmal. Ja, soll er ruhig machen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Komm, jetzt gehen wir auf Kampf. Und jetzt haben wir vielleicht auch mal Glück. Vielleicht hört auch die Paralyse endlich auf. Und in der Paralyse nicht, aber die Verwirrung. Komm schon, bitte geht. Ja, danke. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, wäre die Paralyse jetzt nochmal eingetroffen. Aber egal, ich hoffe, euch hat dieser Part dennoch viel Spaß bereitet. Im nächsten Part gibt es wahrscheinlich dann ein Thema oder einen Co-Kommentator. Also würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr im nächsten Part auch wieder vorbeischaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, nachdem wir ganz kurz mal. Können wir diesen Pokéball hier einsammeln? Nee, können wir nicht. Ernsthaft nicht? Oh, doch, können wir. Nochmal ein Mega-Block gefunden. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.